Der Beziehungsführerschein. Das Geheimnis einer glücklichen und erfüllenden Beziehung. Auf die wohl wichtigste Entscheidung unseres Lebens sind wir am wenigsten vorbereitet. Die Entscheidung für den richtigen Partner. Wie kann man ihn zuverlässig erkennen? Hier könnte ein Beziehungsführerschein wirklich hilfreich sein. Es beginnt meist damit, dass wir uns verlieben. Aber das heißt nicht, dass der andere auch der Richtige ist. Wenn wir aber auf die innere Weisheit hören und vor allem selbst ein idealer Partner sind, können wir den richtigen Partner gar nicht mehr verfehlen. Wir ziehen ihn magnetisch an. Über nichts anderes ist im Verlaufe der Menschheitsgeschichte mehr nachgedacht, erzählt und geschrieben worden als über die Liebe. Und doch ist die Liebe etwas geblieben, von der wir so gut wie nichts wissen. Wir verdanken der Liebe unsere schönsten Gedichte, die bezauberndsten Melodien. Vor allem aber verdanken wir der Liebe unser Leben. Ist es nicht ein schöner Gedanke zu wissen, dass unser Leben durch die Liebe begonnen hat? In der Schule haben wir lesen und schreiben gelernt, aber nichts über die Liebe. Dabei brauchen wir Liebe gar nicht zu lernen, denn sie ist unser wahres Wesen. Und sie ist der schönste Grund, den Verstand zu verlieren. Der Partner, mit dem wir zusammen sind, ist genau der Richtige. Denn sie haben damit bestimmte gemeinsame Aufgaben gewählt, die zu lösen sind. Sich zu verlieben bedeutet im Grunde, sich wiederzufinden. Die Haltbarkeit einer Beziehung hängt zu einem großen Teil davon ab, wie viel Leben wir mit dem anderen teilen und ob wir auch die besten Freunde sind. Das Geheimnis einer glücklichen Beziehung ist Liebe. Es kann noch so zauberhaft beginnen. Wie es weitergeht, bestimmen Sie. Sie können noch heute, am besten gleich beginnen, Ihre Partnerschaft zu verwandeln, ja zu verzaubern, indem Sie selbst ein idealer Partner sind. Bei uns warten wir darauf, dass wir uns verlieben. Das heißt, dass sich unsere Vernunft vorübergehend verabschiedet und in diesem verwirrten Zustand sollen wir einen Vertrag unterschreiben, der für den Rest des Lebens gelten soll. Liebe ist nicht, wenn der andere meine Erwartungen erfüllt. Liebe ist auch nicht, wenn wir uns gut verstehen, wenn ich ohne den anderen nicht leben kann. Liebe ist auch nicht nur ein schönes Gefühl, ein wohlwollender Gedanke oder ein bestimmtes Verhalten. Liebe ist auch nicht eine Gemeinschaft zur Lösung von Problemen, die man gar nicht hätte, wenn man nicht zusammen wäre. Wenn jemand meiner Vorstellung entspricht, heißt das nur, dass er meiner Vorstellung entspricht. Nicht aber, dass er auch der Richtige ist. In Ihnen wartet der ideale Partner bereits, endlich in Erscheinung treten zu dürfen, und Ihre ideale Partnerschaft kann beginnen. Ich kann dem anderen nur in dem Maße ein guter Partner sein, wie ich mir selbst ein guter Partner bin. Die Liebesfähigkeit eines Menschen zeigt die Reife seiner Seele. Eine Voraussetzung für ein glückliches Miteinander ist, sympathisch sein und wohlwollend zu leben. Der andere macht mich vielleicht verliebt, aber lieben muss ich schon selbst. Verliebt sein verwandelt sich auch nicht von selbst in Liebe. Bauen Sie ein Zusammengehörigkeitsgefühl auf.
lernen sie auch nachzugeben, ohne sich aufzugeben. Lassen sie allmählich aus dem Ich und Du ein Wir werden. Finden sie gemeinsame Interessen. Wenn sie in der Liebe glücklich werden wollen, sollten sie vor allem zwei Dinge auflösen. Die Angst, nicht genug geliebt zu werden, und das Verlangen, den anderen besitzen zu wollen. Denn wer Angst hat und besitzen will, der wird letztlich alles verlieren, was er bewahren wollte. Liebe allein reicht aber nicht auf die Dauer. Was eine glückliche Beziehung braucht, ist Achtung und Bewunderung, eine gemeinsame Aufgabe und vor allem Verständnis, auch ohne zu verstehen. Machen Sie sich immer wieder das Geschenk Ihrer Partnerschaft bewusst und zeigen Sie Ihre Zuneigung täglich. Vor allem füllen Sie Ihr Zärtlichkeitskonto ständig auf. Die grundlegende Ähnlichkeit einer Beziehung bilden das Fundament. Die einander ergänzenden Unterschiede, die Faszination. Eifersucht zeigt nur, wie ängstlich, unsicher und besitzorientiert der andere ist. Könnten wir einen Menschen nicht ebenso unproblematisch lieben wie einen Sonnenuntergang? Den nehmen wir ja auch so, wie er ist. In der Liebe wird allmählich aus dem Ich und Du ein Wir. Zur Liebe gehört aber auch die Kunst des Alleinseins und die Kunst des Loslassens, wenn es vorbei ist. Lassen Sie gleich bei Beginn einer Beziehung alle Vorstellungen los und lassen Sie sich ganz auf den anderen ein und geben Sie ihm das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein. Lernen und praktizieren Sie gemeinsam die Kunst, aus einem ganz normalen Alltag etwas ganz Besonderes zu machen. Und dann aus jedem Tag. Liebe ist die tägliche Freude am Vorhandensein des anderen. Liebe steht oft erst am Ende einer Beziehung. Die Kunst zu lieben ist ein Trainingsprogramm für das ganze Leben. Irgendwo wartet bereits der ideale Partner auf Sie, vielleicht sogar an Ihrer Seite. Aber wenn Sie nicht wissen, wie man ihn erkennt, könnten Sie sich verfehlen. Auch in Ihnen wartet der ideale Partner, der Sie in Wirklichkeit sind, darauf, endlich in Erscheinung treten zu dürfen. Es gibt sie wirklich, die Liebe auf den ersten Blick. Nur merken wir es oft nicht gleich oder wollen es nicht sehen, dass wir längst den richtigen Partner gefunden haben. Mit einem Blick nehmen wir die energetische Signatur des anderen wahr und wissen, dass gerade ein neuer Abschnitt unseres Lebens begonnen hat. Und der dauert so lange, bis die gemeinsame Aufgabe gelöst ist. Und wenn wir das in einem Leben nicht schaffen, dann treffen wir uns wieder. Wir erfassen so mit einem Blick die künftige Beziehungsstruktur bis in tiefste Einzelheiten. Und sollten wir scheitern, haben wir nicht den Falschen gewählt, sondern nur den falschen Weg, miteinander umzugehen und die Aufgaben zu lösen. Eine Partnerschaft ist wie eine Blume. Wenn sie nicht wirklich gepflegt wird, verwelkt sie. Eine Beziehung braucht auch eine gemeinsame Aufgabe, aber auch Achtung und Bewunderung und Verständnis. Geben Sie der Beziehung einen Sinn, der sie erfüllt und zusammenhält. Machen Sie sich das Geschenk Ihrer Partnerschaft immer wieder bewusst und seien Sie stolz auf Ihren Partner.
zeigen sie sich ihre Zuneigung immer wieder, aber in einer Sprache, die der andere auch versteht. Denn braucht der andere Zärtlichkeit, wird es ihn nicht überzeugen, wenn sie ihm täglich sagen, ich liebe dich. Eifersucht ist dabei nur die Weigerung, erwachsen zu werden. Partnerschaft ist der Weg vom Ich zum Wir. Es ist eine geistige Geburt, bei der aus zwei Einzelwesen etwas ganz Neues, Größeres, Ganzes, etwas Einmaliges wird. Lassen Sie auf diesem Weg auch die Vergangenheit los. Leben ist nur jetzt. Und erkennen Sie das Glück Ihres Partners als wichtigen Teil Ihres eigenen Glücks. Denn wenn der andere nicht glücklich ist, werden auch Sie nicht wirklich glücklich. Lösen Sie alles Warum auf und lieben Sie einfach nur. Wenn es irgendwann einmal Streit gibt, zeigt das nur, dass die beiden noch nicht eins geworden sind. Ein Wir kann nicht streiten. Nehmen Sie sich bei unterschiedlichen Meinungen bei der Hand und schauen Sie miteinander hin, was zu tun ist. Wenn Sie sich vorstellen, Ihr Partner sei ein als Mensch verkleideter Gott, dann ist es ganz einfach. Götter sind vollkommen, können nicht kritisiert oder geändert werden. Sie machen nur bestimmte Erfahrungen und das hat nichts mit ihnen zu tun. In Wirklichkeit ist alles gut, so wie es ist. Wichtig ist, dass sie sich selbst lieben. Denn sie können einen anderen nur in dem Maße lieben, wie sie sich selbst lieben. Lassen Sie alle Erwartungen, Vorstellungen und Ideale los und lieben Sie den anderen so, wie er ist. Und dabei nicht mit meiner Vorstellung vom anderen zusammenleben, nicht mit meinem Traum, meinem Wunschbild, damit Sie eine Chance haben, der Wirklichkeit zu begegnen. Wir passen zueinander, wenn beide bei dem Gedanken Freude empfinden, miteinander alt zu werden. Dazu gehört auch, mich dem anderen ganz und bedingungslos zuzuwenden und aus dieser Zuwendung so viel Glück zu erleben, dass ich nicht mehr danach frage, was ich bekomme. Wenn ich einen Sonnenuntergang anschaue, bekomme ich auch nichts dafür und will auch nichts von ihm, sondern liebe ihn so, wie er ist. Eine dauerhafte Beziehung besteht aus vielen kleinen Aufmerksamkeiten und manchmal einer großen Unaufmerksamkeit, wenn der andere scheinbar etwas Unverzeihliches getan hat. Sie können über alles reden, aber lassen Sie es nie zu einer Aussprache kommen. Denn das geht so gut wie immer schief. Füllen Sie lieber täglich Ihr Zärtlichkeitskonto auf und schaffen Sie sich so ein immer größeres Guthaben. Erwarten Sie vom Partner keine Perfektion, denn auch er ist nur ein Mensch, genau wie Sie. Was eine Beziehung lebendig erhält, ist ständige Kommunikation. Auch ohne etwas zu sagen. Eine sprachlose Beziehung hat keine Chance. Eine Partnerschaft ist wie eine Blume. Ohne regelmäßige Pflege verwelkt sie. Die meisten Beziehungen zerbrechen nicht, sie verwelken. Auch Ihre Partnerschaft wartet darauf, dass Sie sie wirklich führen. Die Länge einer Partnerschaft ist dabei ohne Bedeutung. Worauf es ankommt, ist Ihre Tiefe. Spielen Sie miteinander die Hauptrolle in Ihrem Leben. Mann und Frau benutzen zwar die gleichen Worte, sprechen aber ganz unterschiedliche Sprachen. Es ist daher unverzichtbar,
zu lernen, wirklich miteinander zu sprechen. Nicht nur aneinander vorbei oder sogar gegeneinander. Machen Sie es dem anderen leicht, Sie zu lieben. Seien Sie sympathisch. Sympathisch sein verwandelt, ja, verzaubert Ihr ganzes Leben. Seien Sie einfach jeden Tag noch ein bisschen sympathischer. Ich gebe dem anderen, was er gerade braucht. Meine Aufmerksamkeit, meine Zeit, mein Ohr, meine Liebe. Ich erkenne, dass jede Beziehung einmalig ist und keine Beziehung mit einer anderen kollidiert. Ich will auch nicht mehr Recht haben, sondern miteinander erkennen, was jetzt stimmt. Aber ich mache auch keine Kompromisse, sondern wir tun miteinander das Richtige. Liebe ist der Weg des Erwachens zu sich selbst. Das können wir weder vermeiden noch verhindern, nur verzögern. Und ein Kuss ist eine Mund-zu-Mund-Beatmung für die Liebe. Lassen Sie es nie zum Streit kommen, sondern akzeptieren Sie, dass Sie eine unterschiedliche Ansicht haben und schauen Sie miteinander hin, was zu tun ist. Vergelten Sie einen Angriff des anderen nicht mit einem Gegenangriff, sondern mit Liebe und Verständnis. Haben Sie Verständnis, auch ohne den anderen zu verstehen. Behalten Sie die Brille des Verliebtseins ein Leben lang auf und entdecken Sie immer wieder etwas Positives an Ihrem Partner, einfach indem Sie Ihre Aufmerksamkeit nur darauf richten. Man sagt, Gegensätze ziehen sich an. Das mag zwar stimmen, aber zu einer dauerhaften Beziehung führen gleiche Interessen sowie vor allem ständige Kommunikation und die Bereitschaft, den anderen so zu akzeptieren, wie er nun einmal ist. Zu lieben bedeutet nicht nur, einen anderen zu lieben, sondern auch und vor allem sich selbst. Das heißt, die Liebe in mir selbst zu finden. Liebe dich selbst und du wirst einen anderen finden, der dich ebenso liebt. Das heißt auch, das Glück des anderen als wichtigen Teil des eigenen Glücks zu erkennen. Denn wenn er nicht glücklich ist, werden auch sie nicht wirklich glücklich sein können. Lieben zu lernen ist ein lebenslanger Prozess. Die Kunst, aus einem Ich und Du ein Wir werden zu lassen. Dazu gehört natürlich die Fähigkeit und die Bereitschaft, ständig miteinander den Meinungsaustausch zu pflegen. Das Schwierige dabei ist nur, dass Mann und Frau zwar die gleichen Worte verwenden, aber ganz unterschiedliche Sprachen sprechen. Eine wirklich glückliche Beziehung aber braucht ständige Kommunikation. Deswegen ist es so wichtig, wirklich miteinander zu sprechen. Menschen, die lieben, leben deutlich länger, sind gesünder, aber vor allem glücklicher. Aber Liebe ist nicht Sex und Sex ist nicht Liebe. Sex ist ein lustvolles Spiel. Liebe ist wahres Sein. Die wahre Liebe beginnt oft erst in einer Beziehung, wenn das körperliche Verlangen erloschen ist und nicht mehr den Blick verstellt für das Wesentliche, die Liebe. Sobald Sie Ihren Partner nicht mehr bewundern, ist das der Anfang vom Ende. Aber Achtsamkeit im Miteinander ist ein Schlüssel zum Glück. Also lassen Sie den anderen spüren, dass Sie ihn lieben, täglich. Geben Sie Ihrem Partner das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein.
denn in Wirklichkeit ist er einmalig. Suchen Sie nicht den richtigen Partner, sondern seien Sie der richtige Partner. Dann können Sie den richtigen Partner gar nicht mehr verfehlen. Wichtig sind auch gemeinsame Träume. Schaffen Sie immer wieder anregende Aufregung. Ein schönes Wochenende in einem guten Hotel oder machen Sie einen Kurzurlaub in Paris, Mailand oder Rom. Oder fahren Sie zusammen mit dem Fahrrad durch die Bretagne. Oder mieten Sie sich für ein Wochenende in Holland oder an der Spree ein Hausboot. Lassen Sie sich etwas einfallen. Vor allem finden Sie immer wieder ungestörte Zeit füreinander und bringen Sie so Leben in Ihr Zusammenleben. Bewahren Sie sich Ihren Humor. Und wenn Sie noch keinen haben, dann wird es höchste Zeit. Denn mit Humor geht alles besser. Lernen Sie auch den idealen Umgang mit Krisen in der Vorstellung, bevor es zu einer Krise kommt. Der beste Umgang mit Krisen ist, sie zu vermeiden. Zeigen Sie Ihrem Partner, dass Sie gerade in schwierigen Zeiten wirklich für ihn da sind, dass Sie ihn lieben. Erkennen und nutzen Sie jede Krise als Chance zum Besseren. Denn jede Krise zeigt, dass etwas nicht stimmt, dass eine Änderung erforderlich ist. Wenn zwei Menschen wirklich wollen, dann finden sie auch einen Weg. Treiben Sie miteinander Sport, gehen Sie miteinander in einen anregenden Film oder ins Theater, lernen Sie miteinander Spanisch oder Tai Chi oder gehen Sie auf einen Flohmarkt. Worauf es ankommt, ist immer wieder etwas gemeinsam zu tun. Das verbindet. Schaffen Sie sich Stunden, die begeistern. Schreiben Sie sich Liebesbotschaften und zelebrieren Sie Ihr gemeinsames Leben. Vor allem vergeuden Sie keine Zeit. Und beginnen Sie damit am besten gleich. Lieben Sie den anderen, besonders dann, wenn er es am wenigsten verdient, weil er es dann am dringendsten braucht. Die Schwierigkeiten und Hindernisse auf dem Weg sind ebenso vorhersehbar wie die Lösungen. Und am besten löst man seine Probleme, bevor sie entstehen. Es reicht nicht, seinen Traumpartner gefunden zu haben. Entscheidend ist, wie es weitergeht. Wenn wir jemanden begegnen, der genau unseren Vorstellungen entspricht, heißt das nicht, dass es auch der Richtige ist. Nur, dass er genau unseren Vorstellungen entspricht. Manche lernen sich kennen und heiraten dann. Die meisten heiraten und lernen sich dann kennen. Ein Mann tritt in eine Beziehung zu jemandem und bleibt dabei ganz er selbst. Eine Frau geht eine Beziehung ein und oft ganz in ihr auf. Ein Mann geht in eine Beziehung, eine Frau wird zu der Beziehung. Fast alle Probleme entstehen dadurch, dass meine Vorstellung nicht mit der Realität übereinstimmt. Anstatt nun meine Vorstellung loszulassen, versuche ich, meist vergeblich, die Realität meiner Vorstellung anzupassen. Auch mein Traumpartner ist nur eine Vorstellung. Glücklich sein ist ein Weg, den man miteinander geht und kein fertiges Produkt, das der andere mitbringt. Das Tor zum Glück ist der Augenblick jetzt. Das ganze Geheimnis der Liebe besteht darin, zu lieben. Zu erkennen, dass jede Beziehung einmalig ist und keine mit einer anderen kollidiert. Und sie genießen die Vielfalt ihrer Beziehungen mit sich selbst.
Es gibt keine Möglichkeit mehr, eifersüchtig zu sein. Denn wer soll dann auf wen eifersüchtig sein? Sie erleben ganz bewusst unzählige Mini-Beziehungen im Vorübergehen. Manchmal ist es nur ein Blick, ein Lächeln, ein sich erkennen im scheinbar anderen. Plötzlich bekommt das Leben eine ganz neue Dimension, eine bisher unbekannte Vertrautheit mit allem. Dieses Miteinander ist wirklich wunderbar. Sie erkennen bewusst, dass all die scheinbaren Unterschiede erst die Vollkommenheit des Seins ergeben. Sie erkennen auch, dass es kein Falsch und kein Richtig gibt, nur ein So oder So. Dass es auch keinen Fehler gibt, denn ein Fehler zeigt nur, dass etwas fehlt, was Sie ohne den scheinbaren Fehler vielleicht gar nicht gemerkt hätten. Sie erkennen auch, Sie können dieses Erwachen zu sich selbst weder verhindern noch vermasseln, bestenfalls verzögern. Aber Sie haben es damit auch nicht mehr eilig. Sie wollen weder vorwärts kommen noch sonst wohin. Ihnen ist überall und alles recht. Und jedes neue Miteinander ist faszinierend anders und absolut einmalig. Und Sie sind aus tiefstem Herzen dankbar für die Vollkommenheit des All-Eins-Seins. Wir wissen weder, dass man eine glückliche Beziehung üben kann und muss, noch dass nicht jede Beziehung für die Ewigkeit gedacht ist. Wir wissen nicht, wie man erkennt, wenn sich eine Beziehung erfüllt hat und vor allem, wie man sie liebevoll beendet. Wenn es vorbei ist, stehen Sie vor der Aufgabe einer fairen Trennung in Liebe. Aber auch dabei sollten Sie sich an der Hand nehmen und miteinander schauen, ob diese Beziehung noch eine Chance hat. Allein schon das Miteinander hinschauen ist eine Chance. Eine Chance, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Sobald Sie Ihren Partner nicht mehr bewundern, ist das der Anfang vom Ende. Achtsamkeit im Miteinander ist ein Schlüssel zum Glück. Lassen Sie also den anderen spüren, dass Sie ihn lieben. Täglich. Wenn aber eine Trennung unvermeidbar ist, dann ist es nicht das Ende der Liebe. Vermeiden Sie Streit bei der Frage nach einer gerechten Teilung. In Wirklichkeit ist es ganz einfach. Der eine teilt und der andere wählt aus. Dann muss der Teilende ganz gerecht teilen, weil er nicht weiß, welchen Teil er bekommt. Und der andere kann sich den scheinbar besseren Teil aussuchen. Das ist wirklich faires Teilen. Nutzen Sie die Gelegenheit und lernen Sie die Kunst des Alleinseins. Allein sein können ist eine Aufgabe, vor der keiner weglaufen kann. Erst dann sind Sie wirklich autonom und wahre Liebe wird möglich. Sie sind am Ziel, wenn Sie ein Liebender geworden sind. Und ganz gleich, was die Schwierigkeit ist, die Antwort ist Liebe. Und wer weiß, möglicherweise eines Tages, und wenn Sie wollen, in diesem Augenblick, beginnt die ideale Partnerschaft dadurch, dass Sie ein idealer Partner geworden sind. Dann kennen Sie das Geheimnis. Denn das Geheimnis einer glücklichen Beziehung ist Liebe.